In Darmstadt will sich Marcel um das übergriffige Verhalten des Entlebucher Sennenhunds Bruno kümmern. Mit ungewöhnlichen Methoden. Ja, das sieht doch nach einer sehr netten Familie aus, die aber auch wahnsinnig nett zu ihrem Hund ist. Und ich frage mich, ob sie genauso nett wären, wenn ich mich so wie Bruno verhalten würde und ein paar Umgangsformen einfach zu meinen Gunsten umdefiniere. Aber das probiere ich jetzt einfach mal aus. Das heißt, ich werde denen vielleicht 2-3 Mal die Hand geben, sie beim falschen Namen nennen und mir einfach den Platz aussuchen, den ich gerne hätte. Oder reinbeißen finde ich gut. Und schon macht Marcel den Bruno. Ich bin Marcel. Thomas, hallo. Freut mich. Machen wir gerade noch mal mit links, oder? Einmal noch ganz kurz, einmal noch Hallo sagen und dann können wir alle einmal nach oben gehen, ne? Wie reagiert die Familie auf das seltsame Verhalten? Immer noch Hallo, Marcel, hallo. Hi. Finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, mal zu zeigen, wie nervig dieser Hund ist. Aber Marcel ist zu sanft, er müsste eigentlich noch viel gröber mit den Leuten sein. Ach, jetzt völlig so. Ich kann's mit links. Mit links nochmal machen. Nicht wundern, ja, einfach Marcel, hallo, das freut mich. Genau, einmal so rum. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Fan. Ja, da siehst du auch gleich, was es zu Bruno zu sagen gibt. Er hat einfach unheimlich viel Energie, die wir nur ganz schwer in den Griff bekommen oder kanalisiert bekommen. Sven, merkst du denn da irgendwie Unterschiede, dass er auf den einen so reagiert, auf den anderen so? Sven, der eigentlich Thomas heißt, ist verwirrt. Mir fällt gerade nichts ein. Sandra, erzähl du doch einfach noch mal was. In der Regel sind es ja die Frauen einfach, die immer wissen, was so das eigentliche Problem ist. Ja, also bei mir wird das. Und das ja witzigerweise, obwohl ja die Frauen eigentlich gar nicht den Hund anschaffen, sondern die sagen, ja, wir könnten mal einen Hund nehmen und so, aber irgendwann sagt dann der Mann als treibende Kraft, jetzt hätten wir gerne einen Hund und mit der Erziehung, klar, das mache ich alles, aber am Ende bleibt es ja dann doch immer an den Frauen in der Familie hängen, ne? Aber erzähl doch mal, was wolltest du sagen? Ja, bei mir wird er deutlich schneller ruhig, also er hört auch besser. Ich schaff's mittlerweile, ihn auch in dieser übertreten Situation mit einem Sitz zum Sitzen zu bringen oder auch, dass er Platz macht. Dann setzt du dich doch einfach mal hier auf die Couch. Weil dann müsst ihr schon. Wir rutschen auf, ja. Komm her, Bruni. Einfach nur mal kurz. Ich bin Marcel. Hallo, freut mich. Wir hatten es mit links, gell? So rum hatten wir es, gell? Und dann, ich bin Marcel. Hallo. Hi. Der Trainer lässt nicht locker. Ich werde eben einfach mal kurz dahin gehen. Und keiner widerspricht. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ihr denkt, ich hab sie nicht mehr alle. Okay. Ich wollte euch nur einmal verdeutlichen, wenn du Thomas heißt, dann darfst du gerne darauf bestehen, dass du Thomas heißt. Und dann sprich mich bitte auch so an. Und wenn ich euch das 100. Mal die Hand hinstrecke, dürft ihr auch gerne sagen, haben wir doch schon gemacht. Ich hoffe, euch damit wirklich klar gemacht haben zu können, dass das ein ganz großes Thema ist bei Bruno. Der probiert sich viel aus, ihr geht viel drauf ein und verstärkt dadurch unbewusst das Verhalten, was wir nicht haben wollen. Man darf ja auch nicht vergessen, der Entlebucher ist ein sehr eigenständiger Hund, ein typischer Haus- und Hofhund, sehr energiegeladen und auch ein Hund, der immer wieder eigene Entscheidungen trifft. Also auch nicht so ganz einfach. Bruno! Hey, sitz! Ja. Fein! Komm, Platz! Fein! Hast du gemerkt, was er noch gemacht hat? Während du gesagt hast, Bruno, leg dich bitte hin. Guck mal, das Unhöflichste fällt euch gar nicht auf. Nee. Du hattest in der linken Hand Kekse. Mhm. Und er geht ein paar Mal mit seinem Maul in die Richtung und sagt, lass doch einfach direkt drüber wachsen. Da muss ich mich gar nicht erst hinlegen. Das ist mir nicht aufgefallen. Die Gefahr ist, wenn er dieses Verhalten zwischendurch zeigt. Du gibst ein Signal, sagst, nee, geduldet dich. Und dann, ach, du hast ja Futter da in der Hand und greift dann mal mit dem Maul danach und so. Irgendwann legt er sich hin und du belohnst das, dass du eben nicht nur das Platz belohnst, sondern dass ihr diese ganze Verhaltenskette, die sich da gezeigt hat, mitbelohnt. So, und das sind so Kleinigkeiten im Alltag, mit denen ihr total viel bewirken könnt. Es ist nur total wichtig, dass in der Zeit, in der ich euch begleite, dass ich euch immer wieder darauf hinweise, dass das ab heute überhaupt nicht mehr geht. Okay. Auch das jetzt, ne? Der rennt jetzt hier durch den Garten rum und donnert hier einmal in Laurin rein. Du musst ausweichen, hast dich gut gefangen. Aber er ist auch noch kein einziges Mal gegen den Baum gerannt zum Beispiel, der ja auch da steht. Hier macht Bruno die Spielregeln. Habt ihr eine Leine zur Hand? Ja, das Spiel kennt er schon, ha? Der ist so rotzefrech einfach. Das ist auch alles jetzt noch spielerisch und das kriegen wir hoffentlich in die richtigen Bahnen gelenkt.
Aber ich sag noch einmal, ich würde diesen Hund sehr, sehr ernst nehmen. Also, die lassen sich überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen. Das ist typisch für diese Rasse. Und bei Bruno ist es ja schon sehr ausgeprägt alles. Was ist denn so das Blödeste, was Bruno mit einem von euch bisher gemacht hat? Wir hatten eine Situation, war der Laurin auf der Schaukel. Ja. Und am Schaukelgestänge war ein Spielzeug von ihm angebracht, an dem er gespielt hat, während Laurin geschaukelt hat. Okay. Und unvermittelt hat er Laurin hinten in die Ferse gebissen. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema. Das ist so typisch. Wenn der Entlebucher Menschen maßregelt, dann immer Ferse, Hüfte, Po. Das kommt natürlich vom Rindertreiben. Also da ist es ja genauso, dieses Antreiben hinten rein, oben rein, hinten rein, oben rein. Also der denkt jetzt nicht, diese Menschen sind Rinder, aber die sind eben auch zu Maßregeln. Und das muss man abstellen. So, da hatten wir es schon mal kurz, ne? Ist immer kurz davor. Und gegen dieses Maßregeln von Bruno muss dringend gegengesteuert werden. Auch da hatten wir jetzt wieder kurz den Ansatz. Perfekt geschaukelt. Ich würde gerne ins Training einsteigen.